Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei Nerd von Medizin. Heute mit einem speziellen Gast an einem speziellen Ort. Wir sind bei den Kindernotfalltagen in Garmisch und wir haben Bernd Landsleitner hier. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Und heute geht es um Kindernotfälle. Wir haben uns einige Experten zusammengesammelt und freuen uns total, dass wir da Know-how kriegen, weil so richtig viel haben Philipp und ich zumindest dann nicht, muss man ehrlich sagen. Okay, Bernd. Du machst ja viel in der Kindernotfallmedizin. Ein Thema, das ich schwierig finde als Notarzt, ist der Zugang, intravenöse Zugang. Erstens ist es schwierig zu legen, zweitens macht man das nicht so häufig. Du machst das täglich. Was würdest du jemandem wie mir raten, der mit Kindern zu tun haben kann im Notarztdienst oder im schlimmsten Fall sogar kurz in der Notaufnahme? Wann brauche ich denn überhaupt einen intravenösen Zugang? Ja, also erstmal auch für jemanden, der es täglich macht, ist es schwierig, schwieriger als bei Erwachsenen. Und der Zeitansatz ist viel größer, das muss man halt einkalkulieren. Und deswegen ist es so, dass ich bei Kindern ganz anders vorgehe in der Notfallmedizin, dass ich mir überlege, gibt es wirklich einen harten Grund, diesen Zugang zu legen, während wir bei Erwachsenen ja eigentlich oft reinkommen und sagen, jetzt legen wir erstmal einen Zugang und dann denken wir weiter drüber nach. Also das ist bei Kindern ganz verkehrt und zwar nicht nur, weil es schwieriger ist, sondern weil ich ja sowohl das Kind als auch die Bezugspersonen als auch mein Team natürlich in Stress bringe. Wenn ich sage, jetzt legen wir mal schnell einen Zugang, dann bin ich selber unter Erfolgsdruck und nicht mehr so ganz entspannt und deswegen immer erst nachdenken, brauche ich wirklich einen? Und wenn ich es brauche, dann halt besprechen, was für eine Strategie führt am besten zum Erfolg. Das ist ja schon mal ein guter Punkt, finde ich. Das nimmt nämlich auch schon mal ein bisschen Druck, weil häufig habe ich das Gefühl, sind die Kindernotfälle, die ja eh schon selten sind, also häufig sind bei den seltenen Fällen, eh nicht so dramatisch, dass man jetzt da unbedingt was braucht. Was wären für dich so Sachen, wo du sagst, da denkst du schon, wenn du auf der Anfahrt bist oder wenn du hinkommst, was sind so harte Fälle, wo du sagst, da braucht man eigentlich einen Zugang? Also ich hatte mal ein etwas provokatives Vortragsthema, das hieß, braucht es überhaupt noch einen IV-Zugang beim Kind, der Notfall? Okay. Und abgeschlossen habe ich fast mit der Aussage, nein, eigentlich nicht, weil jetzt ganz vereinfacht ausgedrückt, in leichteren Fällen kann ich alternative Applikationsmethoden, wie zum Beispiel intranasal oder inhalativ wählen. Und in schweren Fällen ist es rein von den Zeitvorgaben so, dass ich sowieso einen Intraossean brauche, okay, sodass der intravenöse Zugang eigentlich eine ganz schmale Bandbreite hat in so einem Fall, wo ich mir sage, okay, da habe ich zum Beispiel längere Transporte oder ich habe ein älteres Kind, wo ich mir einen ganz guten Erfolg verspreche und solche Überlegungen, sodass man sagen kann, zur Not kommt man auch ganz ohne IV-Zugang aus. Mhm. Okay. Das heißt, du hast gar nicht so ein Szenario, wo du sagst, da brauche ich es definitiv und wenn, sind es dann wirklich die, wo du auch schon schnell an den Intraossea-Zugang denkst. Also ich denke jetzt an schweres Trauma, Reanimation oder Periarrest-Situationen. Das sind so die Fälle oder gibst du noch irgendwas, was ich... Also ich glaube, bei der Reanimation bei Säuglingen und Kleinkindern kann man es ganz eindeutig so sagen, dass da der Intraossea-Zugang der Zugang der ersten Wahl eigentlich ist, okay, weil diese Zeitvorgaben von 60 bis 120 Sekunden, je nachdem wo man nachliest, die sind in dieser Situation für den IV-Zugang niemals einzuhalten. Also gleich die Bohrmaschine raus und IO. Okay, super. Und bei den Traumafällen ist es halt immer ein bisschen abhängig von der Gesamtsituation. Erstmal muss man sagen, die Traumafälle betreffen ja meistens Kinder, die mindestens schon rumlaufen können, meistens natürlich Kinder, die sich mit irgendwas fortbewegen können, die sind also potenziell älter und denen kann man potenziell leichter einen Zugang legen als den ganz Kleinen. Also das ist schon mal so ein bisschen eine Entspannung und dann kann man auch da sich und dem Kind die Situation erleichtern, indem man erstmal eine Analgesie über intranasal gibt. Okay. Dann haben die weniger Schmerzen, sind auch schon ein bisschen sediert und dann kann ich in Ruhe nochmal nach dem Zugang gucken. Wenn ich meine, es braucht es. Häufig schätzt man sich da auch. Also ein ganz häufiger Notfall unter den ohnehin seltenen, schwereren Traumafällen wäre ja die Verbrühung zum Beispiel. Okay. Mhm. Und da muss man sagen, selbst wenn ich eine große Verbrühung habe, 20-25%, die Verbrennungskrankheit und der Volumenbedarf setzt ja eigentlich erst nach einer Stunde ein. Mhm. Wenn ich im Einzugsgebiet der Kinderklinik von einer halben Stunde Fahrzeit bin, dann kann ich sagen, okay, das Wichtigste ist die Analgesie und alles andere kann ich dann in Ruhe in der Klinik machen. Das Kind braucht eigentlich präklinisch gar kein Volumen unbedingt. Mhm. Mhm.
und dieser Sicherheitszugang, eben das, was man vom Erwachsenen kennt, der ist so ein bisschen wackelig, mach mal halt. Das ist auch was, wo du einfach zurückhaltend bist, weil du sagst, der Aufwand, der Stress für uns und fürs Kind ist relativ groß. Zumindest bei den Kleinen jetzt, ne? Also beim 8-, 9-, 10-Jährigen, da sind ja die Verhältnisse dann gar nicht mehr so schwierig. Ja, also würde ich auch sagen, da beim 8-, 9-, 10-Jährigen oder überhaupt Schul-, ab Vorschulkindalter ist das eigentlich kein Problem mehr. Mhm. Da muss man es halt nur noch dem Kind gut vermitteln, was man davor hat, und dann gibt es halt mal einen kurzen Moment, wo es unangenehm ist, aber ansonsten ist es ganz einfach. Und dieser Sicherheitszugang, das, was du angesprochen hast, da würde ich komplett anders denken und sagen, okay, für den, der Sicherheit haben will, der soll sich von mir aus die Bohrmaschine oben drauf legen, damit er sich besser fühlt. Und dann weiß man, man kann im Notfall die einsetzen, und ansonsten lässt man das Kind einfach in Ruhe und hat damit wesentlich weniger Stress. Eine Frage habe ich, wir werden ja später nochmal zum Thema Analgesie, Schmerztherapie nochmal ein bisschen ins Detail gehen, aber die intramuskuläre Gabe, also ich habe in den letzten 10 Jahren, wo ich mich irgendwie damit beschäftigt habe oder ein bisschen mehr, unterschiedlichste Varianten gehört, von wegen, am Anfang war es sehr IM, dann war irgendwie rektal noch häufig oder bukale Gabe, dann kam der Vernebler, dann macht alles intranasal, dann hieß es wieder die Weinen, wenn die weinen und irgendwie viel Flüssigkeit da haben, Rotz, kommt das gar nicht an. Was würdest du da sagen, jetzt klassischer Fall, eben zum Beispiel eine Verbrühung, gibt es da irgendwie einen Applikationsweg, wo du sagst, immer IN, doch IM, irgendwas anderes? Also ich würde sagen, in so einer Situation immer intranasal, auch wenn immer wieder mal versucht wird, die intranasale Gabe so ein bisschen in Verruf zu bringen. Klar gibt es da Limitationen, wenn ich jetzt ein total verrotztes Kind habe, wirkt es potenziell nicht so gut, aber auch da kann ich erstmal ganz banal Nase putzen und dann, wenn es nicht wirkt, wir wissen ja, dass es in 5 bis 7,5 Minuten einsetzt, die Wirkung, kann ich dann einfach nochmal nachdosieren, das ist ja jetzt auch nicht so tragisch, und insofern funktioniert es eigentlich ganz gut. Die EM-Gabe hat für mich eigentlich für den Standardnotfall nur eine Berechtigung für die Anaphylaxie, und da ist sie eher so ein bisschen in, zu Unrecht in Vergessenheit, weil sie dann einfach am schnellsten und am besten wirksam ist. Aber für die Analgosedierung zum Beispiel hat die EM-Gabe aus meiner Sicht keine Berechtigung. Ich meine, man kann immer irgendwelche Einzelfälle konstruieren, aber jetzt für den Standardnotfall spielt sie keine Rolle. Okay, das finde ich eine coole, konkrete Ansage. Für den Fall, dass man jetzt sagt, ich möchte jetzt einen IV-Zugang, es ist jetzt keine Reanimation, ich habe nur 5 Sekunden Zeit, hast du da Tipps, wo du sagen würdest, wo man das anlegt, gerade bei den Kleineren, wie ist es mit dem Kopf, ja, nein, Fixierungstechniken, irgendwelche Tricks aus deiner Praxis? Also, wenn man der erste Trick ist, würde ich mal sagen, ich würde nur dann einen Punktionsversuch machen, wenn ich mir relativ sicher bin, dass ich es auch treffe. Okay. Mhm. Also nicht so wie bei Erwachsenen, wie man es vielleicht von der uralten, klapprigen Oma, die seit 20 Jahren Cortison behandelt ist, dass man sich denkt, na gut, jetzt probiere ich es halt mal. Mhm. Sondern in dieser besonderen Situation würde ich nur da einen Punktionsversuch machen, wo ich mir sage, da ist die Chance auch wirklich gut. Und wenn ich nichts sehe richtig, dann wähle ich einen anderen Applikationsweg. Okay. Dann bleibe ich selber souveräner und in einer cooleren Position und kann das auch viel besser dem Kind und den Angehörigen vermitteln. Also das ist letztendlich viel geschickter. Mhm. Und wenn ich dann also punktiere, dann ist die Grundregel, dass ich einfach jede Stelle, wo ich eine Vene finde, nehmen kann. Also anders als bei Erwachsenen, wo man sagt, die untere Extremität versucht man zu vermeiden wegen Thrombosegefahr und wegen allen anderen Sekundärkomplikationen. Das ist bei Kindern nicht so. Da kann man auch am Fuß schauen. Im Bereich des Knöchels findet man häufig Venen, die man da punktieren kann. Da sollte man immer dran denken. Übersieht man manchmal, gerade im Winterhalbjahr. Die Säuglinge haben dann Strumpfhose oder was auch immer an und man denkt gar nicht dran. Also da muss man eben mal nachschauen aktiv. Und während des Punktierens, glaube ich, ist das Wichtigste, dass man wirklich die Haut maximal spannt. Also das muss so richtig unangenehm aussehen. Also der Handrücken muss so richtig überdehnt sein. Das ist dieses, was man so sieht bei den Kinderärzten. Ne? Oder bei denkt man manchmal, wenn man das auf einer Zeichnung sieht, das ist übertrieben dargestellt oder das ist wie so eine Karikatur, aber das ist wirklich so gemeint. Also du musst wirklich fest dran ziehen, weil sonst das Unterhautfettgewebe, das ja einfach dicker und elastischer ist, wenn du da reinpunktierst, hast du einen Blutdruckfluss und in dem Moment federt die Nadel wieder zurück, weil sie im Fettgewebe halt einfach mobil ist und dann schiebst du es vor und bist daneben. Mhm. Also man muss einfach ziehen, so fest es geht.
Das ist, finde ich, ein sehr guter Tipp. Abschließend noch, du kriegst ja auch viele Kinder, die von... Entschuldigung, eins habe ich vergessen, weil du noch nach dem Kopf zu gefragt hast. Der soll natürlich auch besprochen werden. Ich habe ja gesagt, du darfst überall reinstechen, wo du eine Vene findest, also auch am Kopf. Am Kopf ist aber das Problem erstmal die Hemmschwelle dessen, der das noch nie gemacht hat. Die Eltern sind da meistens gar nicht so das Problem, denen muss man das halt erklären, die kennen das ja quasi gar nicht. Und fürs Kind selber ist es eher günstiger, weil es ja nicht sieht, was gemacht wird, also eher weniger bedrohlich. Aber für den normalen Notfallmediziner ist es total ungewohnt, dass du so gut wie keinen Rückfluss hast. Also das heißt, du punktierst, bist dir sicher, das ist drin und dann kommt mit langer Verzögerung mal endlich so ein Tropfen Blut in die Nadel zurück oder in dieses Schauglas. Und da muss man sich echt dran gewöhnen. Also das heißt, du musst dir genau schauen, wo ist die Vene. Wenn du dann sicher drin bist, dann schiebst du die Kanüle rein und spülst mal an. Und dann kann es natürlich trotzdem mal sein, dass du daneben bist. Aber man darf nicht auf diesen deutlichen Blutrückfluss warten. Mhm. Und natürlich kannst du es dir erleichtern, indem du eine Kopftieflage machst. Dann hast du ein bisschen eine Stauung, wenn halt das Kind das toleriert. Okay. Das ist... Da reden wir jetzt vor allem von Kindern eben so unter 2 Jahren, unter einem Jahr. Na, unbedingt. Also du kannst eigentlich einen Kopfzugang nur bei den Säuglingen machen. Mhm. Und auch da gibt es welche, die haben so eine Matte, da siehst du durch die Haare überhaupt gar nichts. Könnte man theoretisch rasieren, aber das Problem ist, du kannst ja nicht das ganze Kind rasieren, um dann festzustellen, es hat da keine Vene. Also da muss man halt so einen Kompromiss gehen. Also du guckst halt zwischen den Haaren, ob du was siehst, und wenn du eine super Stelle findest, dann legst du die halt so ein bisschen frei, und wenn du nichts siehst, dann suchst du halt woanders. Das ist gut, dass du das noch dazu gesagt hast. Abschließend, du kriegst ja auch viele Kinder zuverlegt oder versorgt nach Erstversorgung. Was sind so klassische Fehler, die dir auffallen? Also jetzt ohne einen Einzelfall, aber Sachen, wo du merkst, da hat draußen das Konzept nicht funktioniert, gibt es da oft Paravasate, oder was können wir vielleicht vermeiden? Also ich glaube, es sind vor allem 2 Fehler. Das eine ist, dass das Team sich aus guter Gewohnheit, aus der Erwachsenen-Notfallmedizin, zu sehr auf den IV-Zugang konzentriert hat. Mhm. Und dann ist es vielleicht gelungen oder nicht, aber jedenfalls denkst du dir, okay, da wären noch ganz wichtige andere Sachen gewesen, Analgesie zum Beispiel oder Immobilisation. Die sind vergessen worden, weil einfach der ganze Fokus nur auf diesem Zugang war, der dann letztendlich außer ein bisschen Getröpfel, Kristalloid, gar nichts gebracht hat. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn der Zugang gelingt, dann wird häufig der Volumenbedarf auch überbewertet. Also ein ganz typisches Beispiel sind diese Verbrühungskinder. Mhm. Die kommen ganz oft überinfundiert. Okay. Weil halt jemand denkt, ah, Verbrühung, Volumenverlust, zack, lass reinlaufen, und dann ist da plötzlich ein halber Liter drin in einem halbjährigen Säugling. Und klar, das würde ihn jetzt nicht umbringen, aber das war einfach überflüssig, und letztendlich wäre es viel wichtiger gewesen, sich auf die Analgesie zu konzentrieren und die Volumengabe erstmal ganz wegzulassen. Das finde ich ein paar richtig gute Statements. Und zusammengefasst, braucht man überhaupt einen Zugang? Die große zentrale Frage, meistens braucht man ihn nicht. Gibt es alternative Applikationswege? Und wenn man einen braucht, dann punktieren, nur wenn man sich sehr sicher ist, dieses kein Rumprobieren. Und wenn es wirklich dramatisch notwendig ist, gerade zur Reanimation, dann ist eigentlich First Line der Intraossea-Zugang. Sich nicht auf den Zugang fokussieren, weil er meistens gar nicht so dramatisch ist, und dafür lieber die Basissachen wichtig machen, eben Analgesie zum Beispiel, intranasal, Wärmeerhalt und so weiter und so fort. Das sind so die Kernaussagen, würde ich mal sagen. Genau. Ich kann mich nur ganz herzlich bedanken. Vielen, vielen Dank fürs Hiersein und für deine Expertise. Für euch da draußen gilt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, da haben wir dich noch gar nicht vorgewarnt, schickt uns die, wir leiten die alle weiter. Aber auch eure eigenen Erfahrungen, wenn ihr sagt, das funktioniert bei mir, das ist meine Taktik, so ist mein Algorithmus, mein Vorgehen. Gerne alles her, und wir besprechen das und diskutieren das. Nochmal danke, und wir sehen uns bald wieder bei Nerdfamilie. Ciao. Ciao.